starten und Dinge hinzufügen. 50, 97, 12. 12. Hallo. Okay. Ich habe eine falsche Uschi. Aber eine andere Uschi. Die bin ich. Mhm. Sieht man mein neues Gesicht. Cool. So, was waren denn die Tagesaufgaben? Mittelgroße Klasse. Und den Rest habe ich vergessen. Okay. Kriegen wir hin? Ach, im Zweifelsfall machen wir einfach alles pauschal. Genau. Ich habe sowieso regelmäßig 0% Sanity übrig. Ja. Aber wenn man zu spielt, viel. Ja. So. Wir haben bringen Geister zu Kerze auspusten, Foto vom Geist und Putzifix. Sie heißt Elizabeth Moore und ja, den Rest müssen wir allein aus. Jo. Elizabeth Moore. Eine Fotoknipsi dabei. Das ist übrigens so. Ach stimmt, wo ist denn die Sicherung? Die ist, glaube ich, hier oben. Ich glaube, oben im... Ja, ganz oben auf dem Dachboden. So, ich husch schon mal hoch. Mhm. Mach mal Dingens an. So, alle sind soweit? Ja. Hallo. Dann gehe ich einfach mal bis nach hinten durch. Elizabeth Moore, gib mir ein Zeichen. Elizabeth Moore? Bist du hier? Elizabeth Moore, zeige dich. Strom ist an. Okay. Strom ist an, wir können Licht machen und so einen Scheiß. Elizabeth Moore, gib mir ein Zeichen. Also es hat nicht den Anschein, als wäre sie hier hinten unten. Oben habe ich bisher auch noch keine Hinweise. Was? Oh, hallo Knochen. Elizabeth Moore, erscheine. Die Temperaturen gehen jetzt auch immer so schwer hoch, ne? Genau. Elizabeth Moore, gib mir ein Zeichen. Elizabeth Moore? Ihr habt oben Licht angemacht, ne? Ich glaube. Ja, das müsste einer von uns gewesen sein. Elizabeth Moore, gib mir ein Zeichen. Hier habe ich 8. Ja, hier vorne habe ich 12 und hier in diesem Flur habe ich 8 und 6. Wieder 11. Hab ich auch 13. Und ich glaube, hier ist die Ecke, ne? Sieht bisher so aus. Okay. Elizabeth Moore, gib uns ein Zeichen. Nochmal hoch. Gib uns ein Zeichen. Huch. Ach stimmt, das sollte ja jemand streamen. Ah ne, macht schon. Okay, gut. Ja. Elizabeth Moore, zeige dich. Also oben habe ich auf jeden Fall 14 Grad. Okay. Also oben hatte ich 8 Grad. Ja, ich habe auch immer so hier direkt
hinter diesem Bereich. Das war unten im Wohnzimmer bei dir? Ja, dieser blaue Tisch steht und der Sessel da war bei mir. Blaue Tisch. Ja, der Tisch mit der blauen Decke, das ist hier das Wohnzimmer, glaube ich, ja. Okay, ah ja. Ich guck mal, vielleicht gibt's ja da einen EMF. Okay, 11 ist so langsam zu warm schon. Jetzt bin ich wieder 10. Elizabeth Moore, gib uns ein Zeichen. Das Badezimmer neben der Küche. Minus 6 Grad. Oh, nice. Oh. Ja. Elizabeth Moore, bist du hier? Elizabeth Moore, zeige dich. Hier Werkstatt. Ich hab 16 Grad. Werkstatt. Das ist sehr witzig. Ich hole die Kamera, ne? Also, ja, jetzt sieht man hier auch die Dings. Okay, jetzt haben wir hier auch einen EMF2. Du dumme Tussi, ich war doch hier, warum hast du nichts gemacht vorher? So. Das heißt, wir haben zumindest schon mal Gefriertemperatur. Ich nicht. Ich hole ein Buch mit. Bring Kamera auf Stativ mit. Also Fingerabdrücke hatte ich noch nicht gesehen. Okay. Das da nehme ich mit. Das da nehme ich mit und... Was brauchen wir noch? Eine Kerze, Foto und Kurze. Dann nehme ich noch Kurze mit. Ja, so. Hier sind wir 53, das heißt, könnte bald los. Wow, dann kann ruhig schon jemand Pillen nehmen, ich habe gar nicht drauf geachtet. Ja, ich nehme auch. Das ist gut. So. So, eins und so, zwei. Eins und... Wo ist meine Taschenlampe? Da. Bist du hier? Wie alt bist du? Bist du ein Junge? Ich mach mal da hinten das Licht auch noch aus. Hier auch noch. Wo bist du? Jeden EMF auf 5. Ja. EMF ist auf 5. Okay, cool. Wie alt bist du? Wie alt? Bist du ein Mädchen? Kind? Ja, Sport. Okay, dann haben wir ein Phantom. Ja. Hat er geantwortet? Nee, bisher nicht geantwortet, aber wir haben Orb, Gefrier und EMF. Das ist ein Phantom. Ja, Elizabeth Moore, erscheine. Ich möchte gerne ein Foto von deinem liebreizenden Gesicht machen. Wenn du das zahnlose, das Kind bist ohne Gesicht, dann ist das Gesicht nicht so liebreizend. Nee, nicht wirklich. Elizabeth Moore, zeige dich. Ich wollte gerade fragen, wo sie ist. Ein, dass ich ja gar nicht Sprachaufnahme mache. So. Elizabeth Moore, zeige dich. Wir haben auch extra zwei Kurzi. Oh. Okay. Habe ich sie erwischt? Ich hatte sie, glaube ich, nicht. Ich habe sie. Ja. Du hast sie? Ja. Ja, super. Ja, dann? Und sie ist auf C. Ja, sie hat uns fleißig angehaucht. Wie viel Sanity haben wir denn jetzt noch? Oh, mein Geist. Mein Foto galt aber auch noch. Cool. Aktion und Geist. Eins von beiden war ja meins. Herz ist fertig. Wie viel Sanity haben wir noch? Insgesamt 63. Okay. Weil ich könnte mich irgendwo in... also, dass wir die Sanity auf unter 55, unter 50 bringen und gucken, ob das Kruzifix triggert. Ich komme auch gleich. So viel Sanity kann ich wahrscheinlich schon gar nicht mehr haben. Nee, du hast 25. So, okay. Du hast nur noch 24, ja. Okay. On my way. Zwei müssen rein. Huch. Die erscheint aber ganz schön oft, die Tussi. Ich glaube, ich nehme mir einfach einmal Pillen mit, damit ich mich gleich nochmal hochbringen kann.
So, die nehme ich Schmidt. Jo. Boah, ich höre mich irgendwo doppelt. Achso, wahrscheinlich über. Na, über Schmusebacke, weil sie sitzt neben links, links neben mir. Okay. Hm. Ja, wenn ich rede, dann geht Schmusebackes Discord auch an. Deswegen habe ich mich da leise gestellt. Das rechne ich dir hoch an. Ich gehe oben auf den Dachboden. Hinten in dem Zimmer, das was gegenüber vom Bad ist. Ja, hier oben sind halt auch Sofa und Zeugs, wo man sich verstecken kann. Ich bin hier hinten, aber es bringt uns nichts, wenn das Licht an ist. Vielleicht möchtest du kurz noch runter zum Lichtschalter gehen. Kann ich machen. Ja, möchte ich nicht, aber... So, ist irgendjemand im Van und passt auf, falls das triggert? Ja, Van dieser 50. Okay, dann geht's jetzt gleich los. Ja, ich bin hier hinten. Ja, guck mal, das Sofa sieht doch gemütlich aus. Wollen wir da nicht ein bisschen Schäferstündchen machen? In deinem Garten. Dann machen wir es halt hinterm Schrank. Das ist auch okay. Was hast du jetzt auf den Boden gekotzt? Das ist aber schön. Ach so, ich dachte, du willst hier, weil das ein schönes Holzhaus ist, alles anstecken. Ja, dafür muss ich putzen. 40, also 43, 44. Kruzifix noch nicht getriggert? Nope. Hm. Elizabeth Moore, triggere das Kruzifix. Oh, hast du schöne Haare von innen. Ist das eine Perücke? Oh ja, jetzt weiß ich, warum das aussieht. Ich hab irgendwann Kante. Ist immer noch nichts passiert? Nope. Doch. Also kurz... Ja. Ja, jetzt greift sie an. Sag ich doch, alles fertig. Hallo? Hallo. Hallo? Hallo. Ja. Okay, Pillen nehmen und schnell raus. Hat das Kruzifix genommen? Ja. Sehr schön. Hi. Hi. Das ist jetzt der zweite Stock. Nee, die zwei waren oben auf dem Dach. War jetzt hier in der Schubzone. Türen sind komisch in diesem Spiel, wenn zwei Leute gleichzeitig dran gehen. Ja. Wuhu. Wir haben es geschafft. Das sieht doch gut aus. So, Geist, Phantom. Ja, super. Eingetragen? Ja. Ich hab auch eingetragen. Oh, ich will den Orb noch sehen. Das muss ja so sein. Ja, da ist er. Ist schön, ne? Sehr auffällig, sehr langsam, sehr entspannt. Mhm. Ja, die Kamera, ach, bin stolz auf mich. Mhm. Ja, die kleinen, schnellen Orbs gibt's irgendwie gar nicht mehr. Ja, das hatten sie, glaube ich, irgendwann rausgepatcht, hatte ich gelesen. Ja, weil die echt sehr unbequem zu sehen sind. Genau. Ja.
Ja, das sieht doch schön aus. Schöne Punkte. Okay, was wollt ihr haben? Ich habe einmal Edgefield und ein Gleesdale Farmhouse sowie ein Asylum. Also wir müssen zumindest mal noch eine größere Karte machen, aber das mittelgroße wäre zum Beispiel High School oder Prison, wobei Asylum zählt da auch. Ich bin flexibel. Ich bin auch flexibel. Würfel einfach. Bitte was? Würfel einfach. Nehmen wir eins. Aber auch fortgeschritten. Okay. So, ich habe keinen Orientierungssinn, von daher drückt die Daumen. Okay. Was machen wir? Asylum. Leise bei mir. Asylum sind wir jetzt. Ja. Okay. Achso, ich sollte bereit sein. Könnte helfen. Oh. Jo, dann los. Na Moment, dann. Ich gucke gerade, ob wir auch alles haben. Jetzt wird mir angezeigt, dass ich das nicht so gut spiele. Ja, das dachte ich auch gerade. Warum wird es mir jetzt angezeigt? Super. Hey! Cool! Ich kenne das nicht so schnell mit dem Van. Hi. So, wir sind auch fortgeschritten. Also, Salzbewegungssensor 25%, eine Linda Johnson. Okay. So. Habt ihr Aufteilungswünsche? Weil, wie gesagt, ich habe keine Orientierung. Ich kann gerne runtergehen, weil ich würde mich ganz... Also ich gehe nicht gerne runter, ich würde wieder links. Okay, dann gehe ich nach rechts. Dann gehe ich links runter. Dann gehe ich rechts. Wir sind hier rechts. Wo geht's nicht runter? Das andere links. Achso, Türen hier. Du musst jetzt nach rechts. Und jetzt geradeaus und irgendwann kommst du da in Richtung der Treppe. Oh. Oh? Ich hab gleich eben F3. Okay. Okay, wo bist du? Links. Ich komme mal. Dann Hallo. Ja. Oh, das Waschbecken ist an. Das ging schnell. Ich hab eine Kamera mit, falls du keine. Genau da rein. Hä? Wo? In diesem Raum hatte ich eben F3 und er hat auch gerade was runtergeschmissen. Ja, ich höre das EMF. Hier ist auf jeden Fall noch zu warm und irgendwo ist das Waschbecken an, aber ich habe auch einen Step gehört. Ah ja, hier ist es wasserdreckig. Hast du Kamera mit oder soll ich? Ich habe gerade fotografiert. Sehr gut. Viel zu einfach. Hier ist noch zu warm. Ist doch gut. Müssen wir nicht so weit lange rennen. Ja, vor allem auch nicht so weit laufen, ne? Mhm. Ja, meine letzte Erfahrung war ja nicht so prickelnd, ne? Ja, das stimmt. 15 Grad. Da drabbelt er ja auch an der Tür. Das war ich? Mhm. Immer noch, dass der Raum temperaturtechnisch noch nicht anzeigt. Ja, ich laufe die ganze Zeit rum und gucke, welcher es ist. Ja, ich auch. Ich hole meine Kamera. Ach, also, also hier ist Wer es noch von zu euch warm. Ihr habt doch Kopfkameras. Ja. Okay. Es ist wahrscheinlich hier der Raum mit den Waschmaschinen. Da habe ich jetzt gerade 12 Grad, Tendenz fallend. Sagen wir mal 15. So, du bist ja mit dem Thermo, gell? Okay. Jetzt wird es hier wieder... Hinten der Raum ist 12 und hier vorne ist ein Gang 7. Amarok? Ja? Ich würde über deine Kopfkamera mal schauen. Okay, warte, dann stelle ich mich mal hier in die Ecke. So. Sag mir, wo ich... Ja, hier ist ein Orb. Okay. Ja, es wird auch langsam etwas kühler. An der Tür. Okay, nice. An der Tür Richtung Waschmaschine. So.
Ja. Okay. Bewegungssensor hat auch schon funktioniert. Cool. Sehr gut. Machen wir gerade ineinander. Der ist sehr aktiv, was die Türen angeht. Also lohnt sich sicherlich die Taschenlampe. Mit der Taschenlampe. Ich hole sie mal. Ja. Ansonsten haben wir noch Kerze oder sowas? Also ich habe jetzt Salz mitgenommen und dann müssen wir 25% noch machen. Also Salz nehme ich, glaube ich. Ich nehme mal noch ein Kruzi mit, das kann nicht schaden. Mhm. Ich habe die Box mal noch dabei. Ja. Das Gespenst. Nee, warte, hier lang. Nee, das ist immer ein weiter, genau, ein in die Ecke. War in der Richtung. Oh, die Tür hat er auch berührt. Wo bist du? Wie alt bist du? Oh, er ist gleich reingetrappelt. Ist das nicht schön? Bist du ein Kind? Bist du alt? Also wir hatten einen Geist, der war auf der Wie Seite. Alt bist du? So mittig. Und Kuka und ich Wo bist du? Versteckt. Ach, also, ich wo bist du? Also Geisterbox okay, bisher Fehlanzeige. Also der Geist war V auch noch nicht. Hier in diesem okay. Raum da. Und Kuka und ich haben uns hier drüben Was versteckt. Heißt das? Und der Geist ist dann auf einmal. Ich habe keinen Kuka, der macht irgendwo auf. Dann haben wir mal nachgeguckt, dann war unsere Tür schon Ah, einen Schritt habe ich fotografiert bekommen. Und Interaktion, aber keine Dingens. Ein Buch haben wir auch schon. Es war schon? Ja, also aber wir waren Kurzes liegen, genau. EMF ist auf 2. Das EMF ist oft an, aber bisher leider noch kein 5er. Vor allem ist er jetzt hier. Ist irgendwo jetzt. Auf Off haben wir noch nichts, ne? Wir müssen auf 25% runter. Ich versuche mal noch einen Lichtschalter irgendwie zu finden, dass wir da nicht die ganze Zeit in der kompletten Dunkelheit rumstehen. Das Problem ist, dass ich nicht mehr raus. Wir sind jetzt gleich wieder. Ah, das sind die. So. Kommen gleich wieder. Haben wir jetzt? Was haben wir denn noch? Nein. Haben wir schon einen weiteren Hinweis? Nein. Nur den Orb bisher. Ich habe kein Licht an. Ich hasse das. Wo bist du? Wie alt bist du? Nö, so gar nichts. Bist du ein Junge? Bist du ein Kind? Bist du hier? Wo sind die Taschenlampe? Weiß ich nicht. Eine hab ich. Achso. Schmutziges Wasser, Interaktionsschritt. Wo lässt er denn schon wieder Wasser laufen? Im Badezimmer nebenan. Im Badezimmer hinter uns. Aber er hat noch eins angemacht, Frank, oder? Oh. Er hat ein paar mehr angemacht mittlerweile. Der Raum ist wärmer geworden. Dafür ist es im Gang kühl. Oder? Mhm. Oder hier im Badezimmer jetzt? Ne? Also egal, wo ich jetzt hingeleuchtet habe, in allen drei Räumen, ich habe noch keinen Raum. Ich habe die Befürchtung, dass es ein Ganggeist ist. Ich leider auch. Aber er ist im Moment in dem Raum drin. Also von der Temperatur her ist es mittlerweile der Gang. Aber er war bis gerade eben noch in... Also er ist im Waschmaschinenraum, zumindest laut Bewegungssensor. Gib mir ein Strich. Wo bist du? Heiden, es zählt nur dieser Strich und das Fragen. Ich bin im Button. Ich mach die Lichter nochmal aus. Kannst du mal gucken, ob der noch durch den Bewegungssensor läuft? Wie alt bist du? Mir Wo nicht bist zugehört? Du? Was? Ja. Ich habe gesagt, er läuft die ganze Zeit im Waschraum an dem Ding vorbei. Okay. Das es kam sei bei mir nicht denn, an. Das Teil zählt noch. Wie alt bist du? Hier irgendwo. Nee, eigentlich nicht.
kann das nicht jeden. Es ist halt total strange wegen der. Wegen der Beweise, weil wir sonst nichts finden. Aber im Endeffekt ist er hier durchgelaufen, was ja schon eigentlich ziemlich klar ist, dass er dann hier sein kann. Ah ja. Es ist halt total strange wegen der Temperaturen, die verwirren mich gerade. Ja, dadurch, dass die Räume aber auch so klein sind, kann es sein, dass er deswegen auch so ein bisschen außerhalb des Raums in der Wand gepackt ist. Mal gucken, ist es Also es ist eindeutig der Waschraum, ne? Er läuft da die ganze Zeit nämlich durch. Okay. Das habe ich ja auch zweimal gesehen. Wie steht das noch? Hat einer von euch das Kruzifix so an die Wand gestellt? Ja, das war ich. Okay. Das ist so seltsam gefallen. Das ist in Ordnung. Ich dachte nur, vorhin lag es noch anders, deswegen war ich irritiert. Es wird tendenziell noch leicht kühler, also wir könnten noch Gefriertemperaturen kriegen, wenn das so weitergeht. Ich bin direkt hinter dir. 2,7 Grad, 5,1. Oh, wir haben Gefriertemperaturen. Also doch. Ja? Außer einer von euch räuchert. Nee, ich sehe auch nichts für euch. Gefriertemperaturen. Ja, weil auf dem Gang wird es ganz lange kühler die ganze Zeit. Ja, jetzt habe ich hier auch Thermometer. So, also wir haben Gefrier und Orb. Aber auch hier eher im Flur vorne, ne? Phantom Majorei. Gib uns ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen. Wie heißt der Name nochmal des Geistes? Linda Johnson. Ja, okay. Linda Johnson. Linda Johnson, erscheine. Linda Johnson, gib mir ein Zeichen. Linda Johnson, zeige dich. Ich bin nicht im Bad rum. Wo ist das andere MF da? Linda Johnson, zeige dich. Wir wollen mal in die Kamera das umstellen, damit wir nochmal zurückgehen können. Ich hole mal noch Bewegungsmelder. Einfach mal gucken. Sind schon drei drin, ne? Okay. Ach so, ja, wo sind denn die anderen? Also sind die alle einer in dem kleinen Raum? Einer ist auf jeden Fall im Flur an der Ecke. Nee, einer ist auf jeden Fall in dem Flur an der Seite, hatte ich noch gesehen. Andere im Klo. Ah ja, okay. Und da läuft er nicht durch, also der einzige... Okay. Er läuft nur durch das Badezimmer, also durch den Waschding oder... Ja, was total seltsam ist, weil er agiert hier zumindest vom EMF her im ganzen Gang hier. Ja, und die Gefriertemperaturen haben wir auch eher im Flur. Was sind denn eigentlich noch unsere Optionen? Da habe ich gerade nicht drauf geachtet. Phantom mehr Jorei. Okay, das heißt UV ist für Jorei, glaube ich. Jorei ist Buch, glaube ich. Phantom ist EMF und Box ist genau der Meer. Achso, okay, dann brauchen wir die Taschenlampe gar nicht mehr. Linda, gib mir ein Zeichen. Freier EMF. Eins nicht im Bad, aber vielleicht hier im Flur sonst noch so eins. Bitte. Wenn ihr mal aus dem... wir sind auf fortgeschritten. Reagiert ihr auf Gruppen oder auf Einzelpersonen? Sowohl als auch. Okay. Dann würde ich die Geisterbox eigentlich ausschließen, weil ich habe die so viel probiert. Linda Thompson, zeige dich. Linda Thompson. Das war aber einfach kurz. Bist du hier?
wissen wir. Wie alt bist du? Also, Hisu und Amarok, ihr seid so um bei 50%, ne? Okay. Schockgeräusch. Wie alt bist du? Linda Thomas, erscheine. Wird ja fast sagen, das ist ein Shade ist von der. Noch, also der Ort ist auch immer noch im Flur da. Ja. Aber die haben wir draußen. Ja, ich drehe die Kamera mal. Vielleicht sehen wir noch was anderes. Okay. Linda Thomas. Erscheine. Linda Thomas, so, gib mir ein Zeichen. Ist der jetzt wieder bei 84%, alle anderen bei 60 und 50? Ja, ich bin immer außen reingelaufen. Er hat ins Buch geschrieben. Ja, echt? Vor der Flur. Es wurde mal Zeit hier. Hat er gerade reingeschrieben, ja. So, dann haben wir alles. Hey. Außer die 25%, die wir noch alle im Durchschnitt haben sollen. Bin ich alleine rein, weil ich die höchste Prozentzahl habe. Ich habe das schon mal ausgemacht, damit wir schön verbrauchen können. Aber ich will nicht alleine drin bleiben. Wir können uns doch was suchen. 50%, doch, das ist so viel. So. Ich guck mal noch, ob ich ein Telefon, genau, ein Foto von der. Weil mein Problem Frau kriegt. Ist immer noch das mit dem letzten Geist, wo wir hatten. Ja, wollen wir lang? Mhm. Ich renne dir einfach mal hinterher. Linda Johnson, Johnson. Ja. So. Ja, ich bin hinter der Tür, super, hilft. Wo gehen wir hin? Ich hatte eben hier Tiefkühltruhe. Ja. Ja, habe ich auch. Das okay. Ich meine, ist egal, wir haben trotzdem alles, aber das war ein bisschen weird. Wollen wir geradeaus und dann nach rechts? Linda weiter? Johnson, erscheine. Linda. Ah. Linda Johnson, gib mir ein Zeichen. Ach so, oh Gott. Ich dachte gerade, was geht. Linda Johnson. Komm, wir gehen hier rein. Hi, guys. Linda Johnson, zeige dich. Linda Johnson, zeig mir dein blau angelaufenes Gesicht von den seltsamen Strangulationssexpraktiken, die du nicht überlebt hast. Linda Johnson, zeige dich. Ich will ein Foto. Linda Johnson. Die sieht ein bisschen aus wie, ich weiß nicht, kennt ihr das The Forest Let's Play von Gronkh? Nein. Ja, okay, sonst hätte ich jetzt gesagt, ihr habt ein bisschen was von Muschi Klaus. Okay. Das ist so ein Monster, das halt mehrere Beine hatte und weil ihr gerade so wirklich in entgegengesetzte Richtungen geguckt hattet und dadurch vier Beine und der menschliche Körper wart ihr Muschi-Klaus. Linda Johnson? Linda Johnson? Zeige dich. Linda Johnson? Linda Johnson? Erscheine. Linda Johnson? Linda Johnson. Zeige dich. Linda Johnson, du bist langweilig, muss man dir leider sagen. Oh, sie hat beide Kruzifixe und jetzt. Das hat so Spaß. Na, Linda Johnson, noch ein schönes Foto? Ist irgendwo hinter mir. Okay.
Ups, ich glaube, ich bin gleich tot, weil sie ist. Das ist weird. Da ist die blöde Schnalle. Okay. Na gut. Also ihr kommt mit, ja, ne? Sie ist auf den Boden gekrabbelt. So, wir haben noch 43% Sanity. Ich will nicht drin bleiben. 43? Okay, dann bleib ich bei dir. Wo seid ihr denn? Wir sind irgendwo rechts lang. Ja, und dann durch um die Ecken und so versteckt sich. Cool. Wow, hi. Wie du bei mir einfach nur in der Wand hängst. Wie bist du da reingekommen? Ja, das ist halt so eine bequeme Wand, ne? Das ist eine gute Wand. Eine gute Wand. Eigentlich bin ich ja der Geist und sexuelle Belästigungsparty hier. Wessen Taschenlampe sehe ich denn hier, der die ganze Zeit durch die Wand durchkommt? Muss ich aber ganz nah. Ja, meine gerade. Ja, die beiden hier machen wieder Unfall. Oh, ich habe euch gefunden. Ja. Ja. Er ist der Geist. Die Ecken. Komm zu mir, Schatz, das Bett ist nicht frei. Oh, ja, es sieht so bequem aus. Aber bei uns ist es viel kuscheliger und so schön warm und ich sehe deine Nase. Oh Gott, ich sehe dein Zahnfleisch. Oh Baby, zeig mir dein Zahnfleisch. Ist ein Spielchen hier bei euch. Das sieht schön aus. Das ist toll, wie du ihr die Pillen an die Brust hältst. Schade, dass ich keine Kamera mehr habe. So. Genau, setz dich mal drauf. Wie so ein Flugplatz in Wandwälder. Die drei von der. Oh Gott, wir sind eine Masse. Teil vom Schiff, Teil der Crew. Huch, oh, wow, das sind die größten Nasenlöcher aller Zeiten. Ja, sag ich ja, ich hab die ganze Zeit reingeguckt. So, ich guck mal, ob wir noch irgendwas. Er lässt uns wieder alleine. Er lässt uns wieder allein. Ja, ich habe jetzt das, was ich wollte. Nasenlöcher. Ah. Oh, das ist also dein King. Schöne, große, dicke Nasenlöcher. Hat er schon gejagt eigentlich? Einmal, aber seither nicht mehr. Auch einmal rausgewuscht, nicht erschrecken. Ja, ich bin gerade noch mitgegangen, kurz. Weil ich dachte, ich gehe mal gucken, was für unsere Sanitäter. Ich werde ihn nie wieder rausfinden. Ja, dann bleib doch bei mir. Dann werdet ihr. Ich werde wahrscheinlich auch nicht rausfinden. So komplex ist die Map eigentlich gar nicht. Ich habe keinen Orientierungssinn. Ich auch nicht. Ich kann mich im eigenen. So, wir haben noch 30% ungefähr. Ach, dann sind wir aber dicht dran. Oh, ich habe sogar tatsächlich instant nach Hause gefunden. Ich komme zu euch zurück. Ich gucke hier auf die Karte und lasse es mir gut gehen. Um die 30. Ja, und jeder einzelne. 11, 20, 30, 50. Hey, am Mittwoch sollten wir Pizza bestellen. Oh. Ich komm rein. Ich stell die Jatze. Okay, sie läuft hinten irgendwo durch den Gang, weil da die ganze Zeit die Dings angehen. Wie wir hier um die Wette blinken, ey. Hervorragende aufgestellte Kamera. Und wieder vorbei. Müsste gleich abgehakt sein.
So bei, ja, bei 27 oder so. Ja, ja. Ja, jetzt genau. Genau. Genau, da hatten wir vorhin auch. Genau, es breitet da, sich aus. Ist es abgehakt? Ja, ihr dürft raus. Cool. Habt ihr noch Pillen? Ach stimmt, ich könnte mal Pillen nehmen. Ich nehme mal Pillen. Oh, ja. Ja, jetzt sind wir wieder über 50%. Sehr gut. Wo wir alle kurz vor der Tür sind. Da seid ihr wieder. Da, nee. Nimm eine Taschenlampe für deine Nase. Möchtest du was rein? Vielleicht. Okay, eingetragen. So, alle haben mal drin. Moment, Moment. Buch hatten wir noch. Ja, Jurei. Na dann. Was geht da, der Peter? Ich hab doch voll Durst. Vielleicht können wir einen Kompromiss schließen. Ich esse was und du trinkst was. Wie gesagt, ich habe beschlossen, am Mittwoch... Würde ich noch machen, ansonsten bin ich raus. Okay. Wie gesagt, am Mittwoch will ich Pizza bestellen. Du hast beschlossen? Oh, okay. Eine Runde noch. Das ist gut. Was wollt ihr denn? Brownstone High, Fleasdale, Tanglewood. Na? Highschool? Highschool? Ist doch jetzt keine kleine Karte, aber... Ja, die geht auch schnell. Bestimmt. Kommt drauf an, wo der Geist ist, ne? Nein! Oh, dieses komische... Das war nicht das... Ich bin nicht gegen das Bild gekommen. Was? Ja, du sollst nicht denken, das weißt, dass das schief geht. Ich lebe in einer gewaltvollen Beziehung. Verbreite keine Lügen. Ist keine Geburtstagsgeschenke, ich merke dir. Dann esse ich meine Pizza alleine. Ich schenke dir nie wieder eine Figur, die du schon hast. Ja. Profi. Das ist überhaupt nicht wahr, ich bin toll. So, wo ist denn hier der Stromkasten? Der war, glaube ich, unter der einen Treppe, ne? Ne, ist oben. Wieder in der Ecke. Ah, dahin. Profi. Profi. Ja, dann gehe ich doch mal den... Okay, ich würde sagen, ich gehe oben links, glaube ich. Dann gehe ich einfach mal nach rechts. Ich gehe dann rechts oben. Okay, dann laufe ich unten. Links unten. Anne, du musst nach oben schauen beim Laufen. Oh toll, da ist blauer Himmel. Ja, aber man hat das... Keine Stirn. Oh scheiße, ich hab's sogar hochgeschafft. Schneller zu laufen. Ja, ich geh mal hoch. Gib mich ein Zeichen. Bist du hier? Bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Erstmal, warte. Hier ist ein Telefon. Ja, ich habe auch was gehört. Irgendwo rechts. Ihr seid rechts, ne? Wann ist die Sicherung an? Auch hier, direkt beim Gameboy. Cool, dann komme ich nochmal runter. Ist die Sicherung an? Die war rechts, glaube ich, oder? Links. Links. Raum. Also links, wenn du Treppe hochgehst, musst du rechts, dann ist es der dritte Raum. Genau. Okay. Wo ist das? Hattest du direkt EMF? Ja, cool. EMF 3. Wo bist du denn? Ich bin ja rechts gelaufen. Ja, ja. Genau. Lisa Martinez, zeige dich.
Lisa Martinez. Es ist ja, erscheine. Und ihr meintet jetzt rechts unten? Genau. Ne, unten. Unten. Achso, du hast die Box. Warte dann. Oh, wir haben Gefriertemperaturen. Oh, das ging aber schnell. Bist du ein Kind? Bist du erwachsen? Können wir dir helfen? Nein. Bist du glücklich? Nein. Okay, du bist nicht glücklich, weil du hast irgendwas nach mir geworfen. Fick dich. Also mit mir mag die Person nicht sprechen, aber als ich gefragt habe, ob sie glücklich ist, hat sie irgendwas geworfen. Cool. So, wo seid ihr? Echt? Achso, ich glaube, ich bin auf der falschen Seite. Hm. Ich sag doch, ich habe keine Orientierung. Ja. Ja, ich komme. Ich komme. Folge dem Licht. Ich renne, siehst du es? Oh ja, ich sehe es. Wenn du jetzt nach oben guckst, hast du auch ein bisschen so, schneller. So, ich kann noch so eine Kamera. Ein Buch haben wir schon, aber. Dann läuft man gegen den Baum. Das sieht ganz aus, wie es ein Kopf ist. Warte. Ich auch so. Ja, aber dann haben wir zwei. Und außerdem weiß ich nicht, was ich sonst noch runter reinbringen soll. Sehr gerne sehen, aber. Ah, jetzt sehe ich. Das sieht überhaupt nicht creepy aus, ne? Ein bisschen, ne? Ein bisschen. So, jetzt schaust du mal darüber. Siehst du? Ja. I see. Ja, und die Friedtemperaturen sind so klar. Okay, gibt's mir. Dann, wer hat was dabei? Du hast die Kamera. Genau, wir haben auch schon ein Buch drin. Gut, dann hole ich die Taschenlampe. Die habe ich dabei. Ach, die hast du schon dabei. Dann hole ich das EMF. EMF haben wir auch schon. Also habt ihr schon alles. Möchte einer von euch mit dem Geist sprechen? Weil mit mir spricht. Ich kann nicht. Ich probiere es. Bist du hier? Wie alt bist du? Als wir am Gefrier, hast du gesagt. Bist du ein Kind? Weißt du, wie man ein Kondom benutzt? Wie alt bist du? Warte. Bist du glücklich? Oh, ein Ohr. Telefon. Oh, aber der ist schön. Der ist gut. Den sieht man wenigstens. Ja. Also Box nicht so. Gefrier und Orb. Gefrier und Orb. Und wir haben ein Buch. Buch? Ja, ja, dann hat sich die Frage Jurei gleich erklärt. Lisa Martinez, erscheine. Brauchst du noch Kruzifix und dem Geist entkommen? Dem Geist entkommen, das mache ich. Und im Durchschnitt sind wir 69. Aber ich bin doch erst 43. Oh. Noch bin ich 43. bringt mir jemand Zeugs? Dankeschön. Was willst du haben? Einmal Räucherstäbchen und ein Feuerzeug dazu. Mhm. Und die Putzifixe könnte man reinbringen, beide. Ja gut, dann bringe ich mit, was ich finde. Cool. Lisa Martinez. Und ja. Lisa Martinez, erscheine. Ach, das ist eine Tür. So, wo soll ich es hinschmeißen? Hier hin? Wo ist denn der Orb? Echt? Am Anfangsbereich sieht er aus. Also da, wo die Kamera ist in der Nähe. Wo die Kamera ist in der Nähe? Ja, das kann man sehen. Okay. Ich glaube, sie hat mir auch was gesungen. Okay, ah, das ist sogar ziemlich weit hinten. So, wo ist denn der... Oder kommt das noch? Was denn? Das zweite Putzifix und die Räucherstäbchen plus... Räucherstäbchen und Dingens bringe ich mit. Okay, super. Ich hier auf die Bank ja, vorne. Perfekt. Oh, ich hab's angemacht versehentlich. Oh. Die Putzifixe sind beide Kannst du noch ein zweites Dings mitbringen?
Ein zweites Räucherstäbchen. Was gejagt. Ja. Wir brauchen noch die Kruzifixe sind drin. Okay. Wo ist das zweite denn? Also das eine war beim Pult und das andere da, wo der Geist gestanden ist. Da ah, ja. Ach, Mädchen. So. Genau, ich brauche da nur noch ein zweites, also ein, wie heißt das Ding? Räucherstäbchen. Räucherstäbchen. Kommt schon, ist auf dem Weg. Okay. Auf dass ich heute nicht sterbe bei der Flucht. Na, ich renne die Treppe dann hoch. Einfach schmeißen. Dankeschön. Oh, gleich sogar zwei. So, hast du gut gemacht. Wie viel Sanity ist denn so noch übrig? 57. Insgesamt ist aber viel. Ja, aber wir hatten auch relativ zügig, beziehungsweise ihr hattet relativ zügig den Raum schon. So. Lisa Martinez, ich habe Angst und möchte mich verstecken. Auf der Bank lege ich dir nochmal ein Räucherstäbchen hin, ne? Alles klar. Diesmal liegt es da auch wirklich. Okay, dann sind jetzt ganz viele da drin. Das ist nur mein Notgroschen. Yeah, ich gehe mal nach oben, ne? Geisterfoto. Geist-Geist-Interaktion, okay. Oh, ich stehe so nah am Telefon, dass das meine Sanity kostet. Oh, Hilfe. Ja, ich habe ein bisschen Angst, ne? Oder? Ich finde es super lustig. Bei mir, die Geisterfotos, sieht aus, als würde dieses Kruzifix einfach auf den Geist zu fliegen, weil ich mich selber nicht sehe. Was haben wir denn eigentlich noch für Aufgaben? Die entkommen. Die Jagd entkommen. Ach, das war's? Ach so, stimmt, das war ja auch noch. Lisa Martinez, du bist blöd. Du bist hasslich. Dein Dutt ist voll hässlich. Du hast dich nicht gewaschen. Deine Haare sind strähnig. Du warst zu lang nicht beim Friseur. Ich habe ein Physikbuch hier auf meinem Tisch. Cool. Direkt daneben aktive Mathematik und darunter liegt ein Musikbuch. Das hat voll Sinn zusammen. Achten Sie. Und dann habe ich noch Carl Casey Collection Poetries, ich weiß. Oh, Poems. Poems? Poems. Edgar Allan Poems. Ja, yeah, Edgar Allan Poems. Kruzi müsste getriggert haben. Ja. Yeah. Und die Collected Words of Gabriel Hall. So. Ja, theoretisch könnt ihr dann sogar rausgehen. Jo. Lisa Martinez, du darfst, ach was. Lisa Martinez, ich bin hier, ich bin hier. Hallo, ich bin hier. Hier, hier. Wo bist du? Wo bist du? Da bist du. Okay. So. Komm schon. Ja, braves Mädchen. Der Mülleimer hier ist sehr dreckig. Falls die Aufgabe getriggert hat, könnt ihr gerne schon Pillen schlucken. Nope. Nicht getriggert? Jetzt. Ah, okay. Die Jagd war noch nicht vorbei. Ich bin stimmt. Auch noch im Haus gewesen. Okay. Ja, ich war auch gerade auf dem Weg zur Treppe und dann ging's los. Ja, ich mache mich jetzt auch auf den Rückweg. Das war einen ganz weiten Umweg. Nimm bitte ganz viele Pillen. Ich habe keine Lust, den Umweg zu nehmen. So. Ich bin draußen. Hui.
jetzt 54. Okay, dann müsste das ja gerade so reichen. Ja, die Räucherstäbchen haben auch gut geholfen. Sie hat mich zuerst gesehen und dann war sie irgendwie sonst wo. Hi. Ah. Oh, es ist die Alte. Mhm. Sieht auch echt schön, wie sie da direkt vor Jen steht. Ja, das war so, er fragt, wo ist denn der Orb? Und in dem Moment taucht sie auf. Okay. So, hab ich schon. Ich sehe nur Geist und Fix. Gefrier, Geisterbuch und Orb. Jurei. So. Yeah. Willst du noch mal? Ja, noch einmal gucken. Es ist ja Tradition, dass ich nach dem Orb hier gucke. Mhm. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Da. Oh ja. Er ist so schön. Okay. Na dann. Wir können fahren. Sollen wir starten? Ja. Uchu, Motherfuck. So. Oh, meine Sanity ist wie gewohnt nicht mehr da. Nee, du hattest, glaube ich, nur noch 3% oder sowas, als ich auch geguckt hatte. Cool. Okay. Sehr schön. Du hast aber auch eine schöne... Vielen Dank. Ja. Ja, alle drei Aufgaben. Die Sachen haben wir auch alle gehabt, genau. Cool. Ja. Das Geld hätte ich gerne immer noch auf meinem Konto. Ja. Ja, das wäre toll. Ich glaube, das hätte jeder Spieler gerne auf seinem Konto. So. Ich habe euch mal das Foto geschickt.